Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ori and the Blind Forest. Hier haben wir noch erst noch 3 von 10 Skills. 9, 1, 2, 3, 4, genau 9. Und hier habe ich gerade gesehen, Weltereignisse. Ich glaube, diese Wasserkugel ist das, was wir gerade brauchen, mal für diesen Ginosbaum. Aber lass uns mal überraschen. So, hier hinten lang. Genau, hier ist unser Tod gewesen vorhin. Spannend, dass die Dinger runterkommen. An diesen Stacheln. Okay, da komme ich gar nicht hoch, ne? Sehr ärgerlich. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz. Wenn wir mal unsere Seelenverbindung herbeirufen. Muss ich natürlich gucken, dass ich nicht zerquetscht werde, ne? Na, noch eins einfach. Aber wer weiß, was hier noch kommen wird. Ih! Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber auf den muss ich raufjumpen, das sehe ich jetzt schon. Ah, nicht, dass der mich dann zerquetscht. Oh, sehr schön. Eine neue Energiezelle, das ist schön. Jetzt kann ich nämlich die ganzen Tore füllen. Hier, 4, 4, 4 und so weiter. Muss ich halt immer wieder aufladen lassen. Aber ich könnte sie füllen. Hier, da war noch einer. Mein Gott, wo kommen die alle her? Sehe ich gar nicht. Bekomme ich gar nicht mit, die Dinger hier. Okay, da ist schon wieder was. Ah, das ist sauberes Wasser. Da unten ist eine Energiezelle. Seht ihr die? Eine Vitalzelle. Müsste das, glaube ich, sein. Ah, hi. Komm mal mit hier. Eigentlich müsste doch da... Oder auch nicht. Also früher zumindest ist er dann durchgekracht durch das Ding. Aber gut. So, das ist jetzt der Weg, wo wir... Ja, wo ist denn das für ein Weg? I, Wasser, Wasser, Wasser. Das ist nicht mein Ding gerade. Genau, ich bräuchte theoretisch noch ein paar Energiezellen. Ah, hi. Wieder einen schönen Erfahrungsbalken bekommen. Weil hier hinten nämlich die Abkürzung ist. Hier war ich ja schon gewesen. Direkt der Anfang müsste das sein, oder? Ist das nicht der Anfang? Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Mein armes Ori. Warum tut ihr meinem Kleinen sowas an? Meinem kleinen Liebling. Ihr Schufte. Aber hier ist es auf jeden Fall das Vieh ist wichtig dafür. Ich hätte gedacht, wenn wir beide drauf sind, sind die schwer genug dafür. Aber nö, ich will das Ding haben. Ich will das haben. Nein, nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser, das ist böse. Wasser ist böse. Zumindest das Wasser. Okay, also dann kommen wir gar nicht lang. Ist das richtig? Das ist richtig. Dann kommen wir hier nicht lang. Das ist also... Da muss man halt im Wasser atmen können, ne? Also, genau, im Wasser atmen können. War das nur sauberes oder auch... Tja, die Frage ist, jetzt kommen wir da rüber und lassen uns das Ding zerquetscht, ne? Ja, kommen wir rüber. Sind wir auch hierher gekommen. Ich hasse das. Geh mal von da oben lang, ist einfacher. Ist nur ein einziges Zerquetsche-Ding, was uns überhaupt gar nicht erreichen könnte. So, nochmal speichern. Punkt ausgeben können wir jetzt gerade nicht hier. Das meinte ich, wollte ich gerade zeigen. Ach so, in sauberem Wasser zu atmen. Gibt bitte auch noch eine. Ne, ich sehe zumindest keine Atemdingensen. Hui! Okay, hier ist also fertig. Da sind wir durch. Ja, ja, hier gibt es Secrets ohne Ende, Leute. Ist ja Wahnsinn. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, da ging es auch noch lang. Müsste ich so ein bisschen Schaden kassieren, glaube ich. Nee, komme ich auch gar nicht lang. Komme ich gar nicht lang. Da hinten war es ja gleich gewesen, ne? Das Viech. Hier runter jetzt. Aber. Das war jetzt eine Dummheit gewesen. Ah doch. Anscheinend brauchen wir keine gesamten Energiebalken mehr. Hier hinten. Nee, doch nicht. Das war mein Mauscursor.
Ich geh erstmal hinten lang. Ich hasse dich. Gumos Versteck. Das war nicht so toll. Jetzt bin ich einfach mal komplett nach unten gefallen. Das war nicht so... Lass uns mal ganz schön sterben. Ich will da noch nicht lang. Ich will erstmal hinten lang. Bevor ich da wieder irgendwas verpasse, gehe ich erstmal hinten lang. Zu offensichtlich. Oder? Oder auch nicht? Achso, da kommen wir wieder runter dann wahrscheinlich. Schauen wir uns erstmal hier um. Wasser. Okay, komme ich gar nicht lang. Ach, ist das ätzend, dass man so viele Fähigkeiten hier braucht, um überhaupt weiterzukommen. Das ist echt ärgerlich. Nein, böses. Und ich kann mich leider auch nicht lenken. Das heißt, ich komme an alles nicht ran. Das ist schade. Ja, wir haben leider keins. Schade. Naja, oh, hier kommen wir lang. Kommen wir hier lang? Ne, kommen wir nicht lang. Hier müssen wir oben lang. Da unten geht es doch bestimmt lang. Sehe ich da jetzt schon. Ich hasse es, zerquetscht zu werden. Geh weg. Ich bin sowas von zerquetscht worden. Aua. Ich hätte da vorher lang gemusst. Ja, deswegen habe ich mir den Safe-Portal hier hingelegt. Ist ja kein Thema. Wunderbar. Wie sich mein Kleiner hier lang schlängelt. Da ist wieder einer. Komm weg hier. So, da unten. Achso, da unten ist ein Ding schon wieder gewesen. Okay. Ah, okay, da unten sehe ich es. Muss man aber. Ne, muss man eigentlich gar nicht fix reagieren. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Oder? Ja, es geht. Wir haben ordentlich Erfahrungsbalken bekommen. Genau, jetzt. Oh, da hinten ist ein Kartenfragment. Brauche ich nur dafür die Tore irgendwie. Ich hasse Spinnen. Ich habe es schon immer gehasst. Aber die kann ich töten ohne schlechtes Gewissen. Da sind Stacheln drauf. Das heißt, da darf ich gar nicht langjumpen. Komme ich denn überhaupt wieder? Ja, komme ich wieder raus? Okay, werde ich mir ganz kurz so einen Zack hier hinpacken. Eigentlich unnötig. Ich traue mich viel zu wenig zu. Verstehe nicht warum. Okay. Haben wir auf jeden Fall, zack, zack, haben wir nur eins. Okay. Das andere heißt, das andere müssen wir jetzt auch noch irgendwo finden. Ich habe ja die Befürchtung, dass wir hier hoch, oder die Vermutung, dass wir hier hoch müssen, aber ich komme da nicht hoch. Heißt, ich bin hier völlig umsonst lang gelaufen, oder wie? Ihr Schweine hier. Ja, wahrscheinlich. Heißt, ich muss eigentlich total da runter wieder. Ich glaube, zurück zu ist es einfacher. Weil das ist einfach nur auf eine Seite konzipiert, von irgendeiner Seite schwieriger zu haben. Aber wenn es so geht, dann ist es natürlich noch einfacher, ne? Machen wir hier unsere Seelenverbindung wieder hin. Nicht, dass wir uns jetzt zerquetschen lassen wollen irgendwo. Das wäre nicht so cool. Aber alle Geheimnisse natürlich mitnehmen, ist ja logisch. Ja, dachte ich mir. Leck mich. Ach, Menno! Die Frage ist, wo müssen wir hin, ne? Links oder rechts? Ich würde erstmal gerne links langlaufen. Kommen wir eigentlich wieder... Ah! Okay, Kartenschaffer, wunderbar. Ja, warte ich erstmal ganz kurz. Oh, ich komme hier gar nicht hoch, what the fuck? Nicht so einfach zumindest. Auf instabilem Boden kannst du gar keine Dinge errichten. Okay, da würde ich gerne... Wo ist denn das gewesen? Ach, links. Okay, gleich links. Okay. Du musst da auf jeden Fall mal lang. Wenn wir erstmal ganz kurz das Kartenfragment einsetzen. Und dann... Dann können wir weitermachen. Genau, war ja hier, wo ich runtergefallen bin. Wunderbar. Da haben wir's. Und... Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke, das ist ja Wahnsinn. Nee, nicht das, sondern auch nicht. Alter. Ich würde das ganze Spiel einfach nochmal neu machen müssen. Ah, okay, wunderbar. Das schaltet auch zwischen den Leveln hin her. Da oben seht ihr es ja. Wie viel Prozental des Windes haben wir noch nicht mal ansatzweise vorstellen, weil wir es einfach nicht brauchen, noch nicht.
alter Schwede, wirklich, was man hier alles noch braucht, habe ich das? Das habe ich eigentlich schon, ne? Die bleiben also da, diese Kartensteine. Genau da, wo ich gerade draufstehe. Hier hinten weiß ich gar nicht, was da gewesen ist, warum ich da nicht weitergegangen gekommen bin. Aber hier geht's auch noch lang. Ist ja Wahnsinn, ey. Ist ja Wahnsinn, das ist ja echt erstaunlich. So, dann werden wir hier unterlaufen. Haben zwar keine Energie mehr, aber ist egal. Das ist was da. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Wir waren zuerst mal da lang gelaufen, aber ist egal. So, ein Leben nur noch. Aua. Au, da ist der Kleine. Und das Spiel wurde gerade gespeichert. Na, wo bist du? Okay, instant tot. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe auch kein Leben mehr, ne? Ich habe nur ein einziges Leben. Ich muss damit jetzt klarkommen mit dem einen Leben. Aber hier kriege ich noch ein zweites, aber das ist ja auch nichts. Wir machen es mal so, das ist einfacher, finde ich. Ohne ja groß rumzujumpen. Hier sollte ich aufpassen, dass er uns nicht trifft, ne? Wenn er runterkommt oder rauskommt. Das ist eigentlich recht einfach. Muss ich halt nur ein bisschen konzentrieren, die paar Sekunden jetzt. Okay, tot. Wunderbar. Alle drei leben wieder. Wir haben die Gegner zerstört und jetzt kommen wir auch da lang. Sehr schön. Das war. Weiß ich gar nicht, wer das überhaupt war. War das dieser kleine Typ, der uns die ganze Zeit entkommen ist? Oder war das wer anderes? Habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, wirklich. Auf jeden Fall sehr schön. War ein schöner Gegner. Gefällt mir. Aua. Hab ich schon wieder gleich getötet. Not so cool. Aber egal, bis dahinter kommen wir ohne Lebensverluste, weil wir einfach keine Gegner mehr. Keinem Gegner mehr begegnen. Ich hasse diese Wände mit. Diese Wände mit diesem komischen, unebenen Boden, wo man halt nicht so wirklich lang kraxeln kann. Ja, diese glatten Böden sind nur noch ganz okay, aber diese ganzen ungeraden sind nicht so toll. Immer schön speichern. Kann nicht schaden, solange wir die Energiepunkte noch nicht. Ah, genau, theoretisch können wir hier unten auch langlaufen. Siehst du? Wir sind ja oben lang gelaufen, irgendwie beim ersten Mal, nicht wahr? Ich wusste doch, irgendwo war ja noch ein Gegner gewesen. Ich habe ihn gerade von da oben nicht gesehen. Sehr schön. Chillen. Aber rauf. Mach auf, mach auf. Ich will rein. Ich will rein, ich will rein. Okay. Wunder. Stacheln. Ich mag keine Stacheln. So, gespeichert hatten wir da hinten. Das heißt, wir werden nochmal speichern. Ist scheißegal. Aua. Aua, aua. Okay, ein bisschen Erfahrung. Sehr schön. Oh, und sogar noch ein paar Seelenkristalle. Oder wie auch immer man den nennen möchte. Okay, wunderbar. Unten sind wir angekommen. Ich speichere mal gerne öfters mal. Warum nicht? Ich bin so ein safer Mensch. Warum sollte man Dinge öfters machen? Ist ja unnötig. Das wird wahrscheinlich da unten gemacht, klar. Das sah schon so richtig, richtig schlecht aus. Oh, okay. Komm her hier. Problem ist, ich weiß nicht, wenn ich auf ihn raufjumpe, es geht gar nicht, ne? Ich kann nicht auf ihn raufjumpen. Das kann man erst später machen, glaube ich, mit der Fähigkeit. Oh, hi Bäumchen! Leru. Ist das der Doppeljump? Willst du mir das sagen? Husch. Absorbiere das Licht. Du hast den Doppelsprung erlernt. Mwah, geil. Drücke Space, um in die Luft zu springen. Drücke erneut Space, um noch höher zu springen. Ah, oh, wie ich das liebe. Oh mein Gott, wie ich das vermisst habe. Oh mein Gott, ich liebe es. Ui. Ich bin tot. So viel zu, ich liebe es. Gleich mal direkt in den Tod gesprungen. Etwas übereifrig, aber es macht nichts. Oh, zack, gleich mal die Fähigkeit benutzen hier.
Braucht man halt. Oh, das will ich aber auch noch haben eigentlich. Das heißt, ich muss jetzt die Punkte sammeln. Mit der Geist. Haben wir schon eine Geisterflamme? Wir haben noch gar keine Geisterflamme, oder? Oder ist das die Geisterflamme, die wir normalerweise standardmäßig hier haben? Tatsache ist die Geisterflamme. So, was war hier gewesen? Zwei Ziele auf einmal. Das ist auch nicht schlecht. Dann machen wir die Streuflamme erstmal. Ultrastoß. Oh, es gibt so viel tolles Zeug, ist der Wahnsinn, oder? Man kann sich eigentlich gar nicht entscheiden. Ja, und ohne Dings, wenn wir jetzt nicht rüberkommen, ohne Double Jump. Oh, wie geil, Leute. Wirklich toll, toll, toll. Und ich würde sagen, wir machen kurze Pause. Sehen uns im nächsten Part wieder von Orient the Blind Forest. Ah, hier sieht man es. Doppelsprung. Das sieht immer aus, als ob der ein bisschen Damage macht, oder? Hier, seht ihr das? Zack. Ist immer so ein Pfeil, der da irgendwie rauskommt. Ich denke mal, das macht Schaden. Aber sieht nicht so, oder sagt zumindest nicht an. Und hier ist es dann wahrscheinlich auf Gegner rumhüpfen. Das heißt, wir könnten dann irgendwas Bestimmtes machen. Was weiß ich. Wir werden mal auf jeden Fall sehen, irgendwann noch. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Orient the Blind Forest. Das ist ein wirklich unglaublich tolles, tolles Spiel. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye, Leute.